Yep, und willkommen zurück zu Minecraft Rising, meinem Let's Live Minecraft Survival. So, in der letzten Folge habe ich für euch oder mit euch gemeinsam eine Erweiterung von diesem Zentrallager hier dahin gebaut. Und das Ganze wollte ich mir jetzt mal mit euch zusammen etwas genauer anschauen. Und ja, bin mal gespannt, ob euch das Ganze so gefällt oder ob ihr da Verbesserungsvorschläge habt. Das hier war hier so der Altbau, nenne ich es mal. Den habe ich hier eigentlich nur, naja, mehr oder weniger unterkellert. Und zwar einfach so eine zusätzliche Lagerfläche geschaffen. Ziemlich einfach gehalten hier alles, wo wirklich dann einfach nur angelieferte Güter hier dann so zwischengelagert werden sollen. Da werde ich mal noch schauen, das werde ich alles noch ein bisschen auffüllen mit ein paar Strohballen, mit vielleicht ein paar Erzen, vielleicht ein paar Steine, je nachdem, wie sich das dann hier so optisch macht. Und hier wird es dann einen Durchgang in das Hauptgebäude geben. Das werde ich, denke ich, noch wirklich mit einigen Etagen unterkellern. Und da wird dann hier der Eingang rein sein. Ja, ansonsten finde ich das so eigentlich ganz nett, aber es einerseits halt ja durchaus realistisch ist, dass erstmal Sachen auch zwischengelagert werden. Gerade natürlich Sachen, die jetzt nicht so wertvoll sind, vielleicht ein paar Holzstämme noch dazwischen oder sowas. Und gerade wenn man bedenkt, dass hier hinten der Güterbahnhof sich ja befindet, kann man da noch überlegen, ob ich hier vielleicht noch so einen Verladekran oder sowas vielleicht mal noch hinbaue, der dann hier eben so ein bisschen hantiert und tätig ist und die Güter hin und her verlädt. Genau, das war so die Ergänzung hier zu dem Altbau. Und ja, dann an den Altbau anschließend ist dann hier diese kleine Brücke über die Straße. Die Straße habe ich hier ein bisschen tiefer gelegt, führt jetzt hier unten durch. Und über diese Brücke gelangt man dann aus diesem der älteren Lagerabteilung dann rüber in den Neubau. Und die habe ich optisch, wie man, ich denke, unschwer erkennen kann, ziemlich an das übrige Gebäude hinten angelehnt. Wieder schön die Fichtenhölzer als Seitenverkleidung, weil ich einfach finde, dass diese senkrecht stehenden Holzscheite hier auch in diesem dunklen Holz von der Fichte einfach echt diesen Mittelalter-Look ziemlich gut treffen. So leicht abgenutzt vielleicht wirken, nicht so ganz auf Hochglanz poliert, aber trotzdem das Ganze ein schönes farbiges Bild abgibt, auch mit den Akazienstämmen in Grau, dann als Übergang zu dem Grau von den Steinen und den Cobblestone-Walls, die ich hier noch als Stützen verwendet habe. Und ja, insgesamt gefällt mir das so gut. Ich habe hier das Ganze noch so ein bisschen natürlicher gestaltet durch Mossy, also bemooste Steinziegeln und rissige Steinziegeln. Und ja, ich denke, nach und nach werde ich da immer noch mal Sachen verbessern, aber so ist das erstmal, denke ich, auf einem ganz guten Level. Hier unten drunter ist das auch wieder mit einer Lagerfläche ausgestattet. Hier mit Andesit als Bodenverkleidung. Das finde ich eignet sich dafür eigentlich echt gut, weil das halt so ein ganz, ja, es sieht so feinkörnig aus. Es könnte auch irgendeine Art von gräulichem Sandboden sein oder so, wenn man jetzt einfach nur so das Optische davon nimmt. Und ich finde, das passt super hier rein. Ich werde hier noch ein paar Kiesflecken auch noch mit verteilen. Dann ist das so, denke ich, eine ja, ganz nette Sache, so als ja, unterste Lagerebene, nenne ich es mal. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das einmal mal von innen an. Dazu muss man hier ins Hauptgebäude, das immer noch hier durch diesen Haupteingang betreten wird. Muss man dann denken, hier die Birke, diesen Erdblock da zu ersetzen mit einem Birkenstamm. So, da sind wir jetzt im Hauptgebäude, hier bei der Verladestation und gelangen jetzt hier hinter dem bisherigen Baumaterial-Rohstoffe-Abteil oder Flügel dann zu der Brücke. Über die kommen wir dann hier in den Neubau. So, und auch von innen sieht man, ist er genauso gestaltet wie der, wie die Flügel vom Hauptgebäude, vom Altbau. Hab jetzt hier 5 Doppelkisten jeweils übereinander, das heißt 10 Stück in einem Abteil, und habe hier 4 Abteile, das heißt 40 Doppelkisten sind jetzt hier drin. Klar, ich kann immer noch überlegen,
das Ganze nach oben zu erweitern. Das Dach ist ja hoch genug und dann zum Beispiel anhand hier dieser Mittel- oder Zwischenwände dann Leitern hochführen zu lassen. Aber erstmal wollte ich das so lassen, weil man so an alle Truhen rankommt, auch wenn man hier einfach auf dem Boden steht. Und so ein Lager soll halt nicht nur sehr gut aussehen dazu, oder es wird vielleicht noch besser aussehen, wenn die Kisten jeweils auf Brettern stehen würden, auf Stufen oder auf Slabs, also Treppen oder Stufen stehen würden. Das sähe optisch vielleicht noch ein bisschen besser aus und wäre natürlich auch wieder eine Ecke realistischer. Aber dann würde das Ganze so viel mehr Platz einnehmen, dass ich das, denke ich, so als ganz guten Mittelweg mehr oder weniger dann gesehen habe und deswegen das so eingerichtet habe, dass die Truhen direkt übereinander stehen und man nur nach und nach die Truhen bis oben zur 5 und dann durchgehen kann. Ja, hier muss ich dann halt überlegen, wie kann ich das hier am effektivsten nutzen. Hier hinten geht es erstmal aktuell halt hier so nach draußen. Das habe ich jetzt noch nicht komplett ausgekleidet, weil ich hier noch nicht weiß, auf welchem Level, auf welchem Niveau, also von der Höhe her, ich hier weitermachen werde. Diese Wand kann man natürlich auch wieder rausnehmen und das Ganze noch beliebig weit dann in diese Richtung dann erweitern, sollte hier der Platz dann auch mal nicht mehr reichen. Grundsätzlich muss ich mir aber natürlich überlegen, was packe ich hier überhaupt rein in diesen Neubau oder Anbau, in diese Erweiterung des Zentrallagers. Es sollte halt was sein, was ja vielleicht jetzt nicht super häufig gebraucht wird, weil ich eben von der Zentrale da hinten bis hier dann doch durch zwei Türen durch müsste und der Weg dann ein Stückchen länger ist. Aber es sollte halt auf jeden Fall schon was sein, was dann zu dem passt, was in diesem Flügel dann gelagert ist. Und wenn man mal sich anschaut, dass hier also mein Rohstofflager, mein Baustofflager wirklich ziemlich voll bereits ist. Also überall da, wo Schilder dran sind, da ist auch was in den Kisten drin. Und sich dann im Vergleich dazu hier diesen Flügel von den Wertstoffen, hatte ich es ja genannt, anschaut. Hier ist dann doch deutlich weniger. Hier zum Beispiel ist ein ganzes Abteil, sind noch 10 Doppelkisten gar nicht gefüllt. Hier sind 9 noch gar nicht voll. Dann denke ich, wird es eigentlich Sinn machen, wenn ich hier dieses Baustofflager dann so, wie es im Moment ist, einfach dann nach hinten erweitere. Und wenn ich so mal drüber nachdenke, was ich so am häufigsten brauche, da ist auf jeden Fall das Holz dabei. Das Holz sollte ich also hier vorne, denke ich, schon stehen lassen. Und wenn es dann hier Richtung Kobbel und Stein geht, das sind natürlich auch die häufigsten Güter, die ich überhaupt so verwende. Haben aber bisher natürlich auch relativ wenig Platz. Deswegen ist der Stein zum Beispiel, von dem habe ich jetzt hier 5 Doppelkisten übereinander, geht das hier auch noch weiter mit einer 6. und einer 7. Da könnte ich natürlich überlegen, ob ich für Stein und Kobbel zum Beispiel jeweils ein ganzes Abteil nehme. Dann also 10 Doppelkisten mir dafür reserviere. Und dafür dann, ja gut, Erde, Gras, Kies brauche ich natürlich auch relativ häufig. Aber zum Beispiel hier dieses Abteil mit, weiteren Steinen, gebrannten Ton, Netherziegeln, Sand, Glas. Ja, und hier diese Steine, Granit, Diorit, Andesit, könnte ich überlegen. Aber ich denke, ich werde dann erstmal hier ein Abteil mit Kobbel machen, hier ein Abteil für Stein, dann dieses Diorit, Andesit, Granit Abteil packe ich dann hier rüber. Das hier kann dann so stehen bleiben mit Gras, Erde und Kies. Und dieses Abteil packe ich dann rüber in den Neubau und habe dann hier ein bisschen mehr Platz und dann hoffentlich ein bisschen mehr Ordnung drin. Gut, das mache ich jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder, hab das jetzt soweit erledigt und zeige euch mal kurz, wie das Ganze sich jetzt also gestaltet. Hier der Flügel mit Baumaterial und den dazugehörigen Rohstoffen. Ist weiterhin so, dass hier die verschiedenen Holzsorten sind, mit jeweils dann
deren Setzlinge, hier dann deren Laub, Stämme und unten dann entsprechende ja, Sachen, die man daraus dann craften kann. Dann habe ich hier ein ganzes Abteil nur für Stein, was jetzt schon relativ gefüllt ist. Oben sind noch zwei Kisten leer und hier dann entsprechende Varianten vom Steinziegeln. Das wird bald voll werden, genauso wie hier die Kobbelabteilung, wo oben jetzt noch vier Kisten leer sind, die aber auch bald voll sein werden, weil ich parallel ein großes Projekt am Laufen habe, wo sehr viel abfällt. Da überlege ich mir dann immer nochmal, was ich dann mit dem Übrigen mache. Aber ich würde es auch unsinnig halten, jetzt hier 20 Kisten mit Kobbel oder sowas gut sichtbar hinzustellen. Mal gucken, wie ich das dann verstecken werde. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Dazu werde ich noch kommen. Hier, das Abteil ist ja so geblieben mit den mit Erde, Gras und Kies. Und hier haben sich jetzt Granit, Diorit und Andesit Platz gefunden. Granit habe ich ganz nach oben gesetzt, weil ich davon eigentlich relativ wenig immer so brauche. Diorit und Andesit dann schon häufiger. Und hier die mittleren Kisten sind jetzt noch leer. Wenn dann hier mal die zwei Kisten Diorit voll sind, kann ich da immer noch nach oben dann das Ganze erweitern. Das ist dann ganz praktisch. So, also diese Hauptsachen habe ich dann hier schnell greifbar und alles weitere habe ich jetzt dann nach hinten verschoben, hier in den Neubau. Und zwar habe ich dann hier Sandstein, Sandglas, Schnee, Eis und gebrannten Ton hingesetzt. Hier von gebrannten Ton werde ich dann mal eventuell nochmal das Ganze erweitern, wenn ich dann mal verschiedene Farben habe, wenn ich ein Mesa-Biom gefunden habe. Und dann halt eine Menge an farbigen Ton dann auch habe, dann werde ich hier das noch durch Kisten erweitern. Gleiches gilt oben für das Eis. Ich habe bisher halt kein Packeis, weil ich nicht das entsprechende Schneebiom bisher gefunden habe. Das werde ich dann aber auch noch dann da oben mit reinpacken. Hier diese Abteilung ist dann eher so für besondere Sachen. Hier von Nether Sachen, Seelensand, Netherstein, Netherziegeln. Und auch Obsidian habe ich mal dazu gepackt. Ansonsten kann das noch beliebig ergänzt werden. Und hier diese Abteilung ist dann eher marin geprägt, mit eben Prismarin in seinen verschiedenen Variationen. Oben die Seelaternen und hier unten auch einfach Schwämme. Gut. Das wäre es also dann soweit zu meiner neuen Ordnung, zu meiner neuen Aufteilung hier. Und gefällt mir also echt gut, dass ich so einfach eine bessere Übersicht habe, mehr Platz natürlich habe. Und ansonsten habe ich dann noch fix ein bisschen was korrigiert, was ich bisher ausgelassen habe. Ich lege mich mal eben hin und zeige euch das dann bei Tageslicht. Und zwar geht es um die Zwischenlager, die ich ja auch gebaut hatte. Die habe ich jetzt mal ein bisschen gefüllt mit ein paar Waren. So, wir kommen hier rein und haben also hier einmal eine Ecke mit Strohballen. Dann hier eine kleine Lieferungen aus der Mine, Smaragderz, Pakete, die noch geschnürt sind, normale Crafting-Tables, die ich halt hier auch so ein bisschen als Waren aufgeschichtet habe, weil ich halt ja einfach hier in diesem Chroma Hills Texture Pack einfach sehr ansehnlich finde. Die sehen halt auch so nach geschnürter Kiste so irgendwie aus und dann finde ich, macht sich das optisch immer ganz gut. Ein bisschen TNT habe ich gelagert, ist natürlich ein bisschen riskant, gerade direkt unter den brennenden Fackeln. Aber das macht die natürlich optisch auch immer eigentlich nett. Und dann haben wir hier noch einfach so ein paar Nahrungsvorräte vom Acker halt frisch. Melonen, Kürbisse. Und hier hinten habe ich das dann ähnlich aufgefüllt. Da habe ich auch noch ein bisschen Wolle gelagert. Ansonsten ist das recht ähnlich. Hier noch eine Güterlore zwischengeparkt. Und ja, ich denke, so ist das Ganze auf jeden Fall schon ein bisschen belebter. Vielleicht noch nicht in seinem Endstadium. Vielleicht fallen mir nochmal Waren ein, die sich hier noch besser machen. Sodass ich jetzt nicht hier die Kürbis und Melonen zum Beispiel doppeln hinten und hier. Aber ich denke, das macht das Ganze auf jeden Fall deutlich wohnlicher, deutlich atmosphärischer. Und dadurch gefällt mir das so auch schon deutlich besser. Ja, ich würde dann sagen, das war es dann soweit eigentlich auch für diese Folge. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was das jetzt also, was der Anbau, den ich euch in der letzten Folge gezeigt habe, in dem Zeitraffer, in dem Loop. Ich hoffe, dass der euch auch gefallen hat, dass ihr das mal so ein bisschen mit anschauen konntet, wie ich so vorgehe dann beim Bauen. Ich hoffe, dass das jetzt also entsprechend klar geworden ist, wie ich das dann jetzt nutzen werde in Zukunft. Und
Ja, freue mich auf die nächsten Folgen mit euch, weil ich da dann auch nochmal wieder etwas anderes mache als bisher, um eben so das komplette Minecraft-Feeling dann auch ja, komplett zu machen. Nicht umsonst nenne ich meine Reihe hier ja auch ein Let's Live Minecraft und kein Let's Play Minecraft. Mein Gott, Let's Play Minecraft. Weil es eben mehrere Facetten hat, die man sonst vielleicht bei Standard-Let's Play-Geschichten zu Minecraft dann so nicht immer unbedingt findet. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Dann hoffe ich auf euch in der nächsten Folge und verabschiede mich bis dahin. Macht's mir gut und danced on, meine Freunde. Ciao, ciao.